diese Überlebenskünstler, ja, im Wald. Genau. Ja. Und den haben wir ja irgendwie in unserer, ja, DNA, ja, noch immer. Ja. Und ich habe dann verstanden, wenn ein Jäger aufwacht, hat er halt kein Frühstück. Ja. Er weiß gar nicht, ob er essen kriegt. Ja, ja. Und ich dachte mir, ist vielleicht genau das, diese Schwelle zu gleich sterben, ja, das, was dich am stärksten, okay, macht. Weil so funktioniert ja auch dein Muskel, wenn der, ja, reißt, erst dann wird er ja stärker. Ja, genau. Ich dachte, es ist niemand so, ja, krass zu machen wie ich, weil ich war auch Kampfsportler und, ja, so, genau, ich bin, ja, gewohnt, ich, also man darf es nicht sofort. Aber ich habe geguckt, wie ich bin, wenn ich quasi Diät mache die ganze, ja, Zeit, so Intermittent Fasting, aber auf meine Art. Dann habe ich immer so eine Regel gesetzt, 15 Uhr frühestens, aber, mhm, ich war um 8 Uhr wach. Aber vorher schon trainiert? In der Zeit, ja, mit Hunger und so. Und man merkt irgendwann, dein Körper hat so Elektronen irgendwie, so, als ob, ja, du aus Elektronik bestehst. Dann habe ich mehr darüber gelesen, so, dann kam ich auf pH-Werte. Hm. Wasser hat ja einen pH-Wert, ja, und dein Körper auch, der, ja, hat so 8,7 pH-Wert. Das heißt, Reinheitsgrad, ja, was energisch, schrägstrich alkaline wäre, ist halt 8,7. 1,3% ist deine Säure im Magen, ja, Azide. Und so habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt säurehaltiges Essen, also das, was im Schatten wächst quasi, esse, ja, senkt sich mein pH-Wert. Ja. Das ist wie so ein Auto, wo du statt Benzin, Diesel tankst, dann hast du ja immer weniger und weniger, ja, Funktion. Deswegen, meine Ernährung ist nur so, dass ich alkaline, ja, auf, dann esse ich so sehr viel Obst. Ja. Wirklich sehr viel Obst, so, so viel, wie ich will. Ja. Am meisten liebe ich so Wassermelonen zum, ja, Beispiel. Aber, ja, nicht, geil, jede Wassermelone, aber so, es gibt gute Wassermelonen. Die kannst du dann statt Brot essen mit so einem bestimmten Käse, der, ja, alkalin ist. Dann gönnst du dir so Vollkornreis zum, ja, Beispiel. Dann gönnst du dir ein fettes Stück Lachs zum Beispiel. Ja. Und so hast du halt immer irgendwie Essen, was noch nicht gekocht ist, aber die Natur setzt ja die Komponente, ja, zusammen. Ja. Und ich dachte halt, okay, diese Natur, die das selber gemacht hat, kann vielleicht besser kochen, ja, als ich. Weil ich verändere den chemischen Zustand, wenn ich das... Weißt du, aber lieber so, ja, das stimmt, aber ich ernähre mich quasi wie so jemand, der noch nie etwas gekocht hat. Ja. Als wäre ich im Wald. Ja. So ist. Ja. Habe ich dann halt so eine Regel, okay, dieses ganze McDonald's, dies, das, ja, das ist gar kein Essen für mich. Scheiße. Ja, ja, das ist so, wie als ob ich deine Lautsprecher essen, ja, würde. Und interessante Sache ist auch, wenn du das isst, was immer dein Körper gespeichert hat in deiner DNA, dann ist er ja gegen alles immun. Ja. Dann trinken wir zum Beispiel plötzlich Milch, aber würden niemals Milch von einer anderen Frau trinken, was ekelhaft ist, aber die von einem anderen Tier ist noch, ja, ekelhafter, ja, Bruder. Trinken das und haben Laktose. Ja. Denkst du, das, ja, kommt aus Zufall? Nein. Das ist das Ding. Dann hast du 7, 8 Generationen lang Laktose. Ja. Deine DNA besiegt das auch. Dann, ja, gibt es auch keine Laktose mehr. Aber wieso müssen wir uns jetzt neu ficken? Ja, das stimmt. Ja. Wir haben das alles schon für uns getan. Ja. Das ist das. Du kannst nicht so auf zwei Hochzeiten tanzen, weil das depressiert dich dann, deprimiert dich. Du siehst keine Erfolge. Du hast trotzdem sehr viel Fett überall. Du fühlst dich trotzdem schlecht in deiner Hülle. Und denkst dir, okay, Bruder, ich zahle Geld, obwohl ich keins habe, ich gehe ins Studio, ich sehe keine Erfolge, obwohl ich mich ficke. Ja, Bruder, weil Ernährung halt sehr großer Baustein davon ist. Und damit das nicht passiert, damit du keinen emotionalen Down kriegst, musst du halt wissen, du kannst nicht nur eine Münze kaufen, wenn du nur Kopf kaufst. Du musst Kopf und Zahl kaufen. Und Kopf des Trainings, wenn es die Münze wäre, ist Ernährung und Zahl ist Training. Und that's why musst du beides in Kauf nehmen. Wenn du das schon verstehst, ist es scheißegal, wie du trainierst. Es ist scheißegal, wo du trainierst. Es ist scheißegal sogar, wie krass du auf etwas achtest oder wie oft die Wiederholungsfrequenz deines Trainings ist. Wenn es in deinem Kopf stimmt, Bruder, und in deinem Magen, in deinem Körper, und da kommt einfach keine Scheiße rein, dann bist du halt einfach so, wie die Natur es wollte. Und Natur wollte nicht, dass du ein hässlicher Bastard wirst. Ich glaube, die wollte schon, dass du gut aussiehst. Okay, ich glaube, es wurden sehr viele Fragen hier beantwortet.